Früh übt sich, was einmal ein großer Krampus werden will. Damit den Kindern die Angst vorm Krampus genommen wird, zeigte sich die Radeckerbus im Europark streichelweich und machte klar, hinter den furchterregenden Masken stecken Menschen wie du und ich. Ja, ich finde das ganz nett, dass auch die Kleinen kommen, damit die kleinen Kinder eben sehen, es gibt auch kleine Krampus, dass man sich nicht fürchten muss vor denen. Wem macht dieses Geräusch ein bisschen Angst? Durch das schrittweise Kennenlernen sollte Angst abgebaut werden. Das macht man und fährt. Mach mal. Aber laut. Der Herr braucht sich hinhalten. Na, ist es fürchterlich oder nicht? Also ich glaube nicht, dass er mich fürchten muss, sind ja auch schon einige Jahre bei uns und da fürchte ich mich jetzt nicht mehr vor ihnen. Jetzt nicht mehr. Ach so. Wenn ich keine Krampusmasken aufhabe, dann fürchte ich mich selber vor einem Krampus. Andere wieder lassen die Höllengesellen völlig kalt. Und wer mehr wollte, bekam mehr. Zuerst noch vom Nikolaus. Tschüss, Sascha. Hallo. Schönen Advent. Hallo, Nico. Also bei uns zum Vierten sind maximal die Masken. Und die lagen schon bereit zum großen Showdown auf der Piazza. Dabei ist es gar nicht so einfach, ein Krampus zu sein. Ja, jetzt noch ein Anschließend sind Sie auf der Piazza. Wie gefährlich wird es da? Es kommt immer darauf an, was man mit den Krampussen auch macht. Nicht? Wenn man sie reizt, dann kommen sie natürlich und dann kann es auch mal einen Peitschenhieb geben. Wer sind meine Lieblingsopfer? Die Leute, die was verdient haben. Also sprich einmal, die Minirock-Träger sind eigentlich die potenziellen Opfer von Krampus. Aber sonst bin ich ja ganz ein lieber Kuschel-Krampus und sonst... Stimmt es, dass ihr bevorzugt auf Blondinen geht? Also das kann ich nicht bestätigen bei mir. Was halt vor meine Augen kommt, das wird. Mein Rosch war gestreichelt. Man ist schon sehr beweglich, wenn man will. Es schenkt dann nur ein in der seitlichen Ding und so, aber sonst geht's gut. Bucken ist halt ein bisschen schwer und wieder aufstehen. Aber ich habe schon gesehen, ihr rollt euch da direkt am Asphalt. Wie kommt ihr dann wieder auf? Mit viel Glück und Geschicklichkeit? Nein, es ist eine reine Übung. Am Anfang ist es immer schwierig, es ist nur Übung. Und je besser man sich versteckt und je mehr Angst man zeigt, desto mehr Spaß hat der Krampus bei der Jagd. Bist du gerne Krampus? Ja, sowieso. Sonst war ich ja nicht in dem Alter, was ich schon bin. Und wie stoppt man sonst einen Krampus, wenn er im vollen Lauf auf mich zukommt? Indem, dass man ein bisschen zurückweicht und schon zeigt, dass das jetzt zu viel ist, dann überreißt man das als Krampus schon und dann geht man wieder runter vom Gas und beachtet das natürlich. Also wir übertreiben damals mir als Krampus auch nicht. Hat auch keinen Sinn. Und so braucht man Großgestirn, richtig. Ja. Man sieht, es hat jeder Feuer, es hat jeder holzgeschnitzte Masken. Und wir schauen, dass wir in der Schiene drinnen bleiben im Krampus und nicht zu weit ausatmen in die Aliens rein. Ja, also wir haben eh eigentlich gar keine Sorge. K.O. sind wir alle, glaube ich. Ja, danke. Ja, Bernhard, anstrengend. Papa, Papa. Ah, also das ist gut.